Hallo zusammen, salve a tutti. Heute gibt es mal wieder einen Film über Einzelwerte. Und zwar habe ich da zwei gefunden, die finde ich also hochinteressant. Das eine sind die Lufthanseaten und das andere sind die Bayern. Und wir fangen mal mit den Lufthansa an. Ich habe hier mal einen längeren Chart reingemacht. So, aber bevor ich das mache, erstmal diese Liste. Da kamen in den letzten Tagen immer wieder Analystenschätzungen. Die meisten haben die Kursziele etwas runtergenommen. Ich habe das mal hier so aufgeschrieben, Barclays bei 16, die Ops bei 14, ein Viertel, JP Morgan 14, 10, Deutsche Bank 11. Ich glaube, die kamen runter von 14. Morgan Stanley bei 8,40 und Bernstein waren also die tiefsten mit 8. Ja, also ich muss fliegen manchmal. Es geht nicht anders. Ja, ich habe also keine Lust hier, was weiß ich, wie viele Stunden hochzufahren nach Hamburg oder so mit der Bahn. Nein, will ich nicht. Das ist mir einfach zu stressig. Ja, dann bleiben sie stehen und nee, dann geht die Klimaanlage nicht. Und die Zeit, die ich da verliere, das ist enorm. Auch wenn ich in Urlaub gehe, nehme ich einen Flieger, meistens in der Lufthansa. Ich gehe bald nach Südfrankreich wieder, da wo ich ja lange Zeit gewohnt habe. Früher habe ich für so einen Flug 98 Euro gezahlt, jetzt zahle ich 270. Und da ist keine Sitzplatzreservierung. Wollte ich die machen, muss ich 20 Euro dazu zahlen. Finde ich teuer. Damit will ich nur sagen, die Lufthansa, wenn es denen mal irgendwo irgendwie ein bisschen brennt, im Sinne von, wir brauchen mehr Kohle, ja, dann erheben sie halt mal die Preise ein bisschen höher. Siehst du, hier 10 Euro, da 5 Euro, hier 20 Euro. Also deswegen, ich mache mir mit Lufthansa grundsätzlich keine Sorgen. Jetzt kommen diese, naja, insgesamt nicht vorteilhaften Analysen raus. Und bei Lufthansa ist also jetzt Folgendes passiert. Ich mache jetzt den Chart bis hier. Nee, ich muss ihn erstmal erklären. Ich habe hier die Fibos angezogen, das soll blau sein, sagt zumindest das System, ich erkenne es ja nicht. Diese Fibos hier vom 3. Oktober, der Mutter der Hosse, die haben sich verdoppelt bis hoch zur 11.13. Die, nur dass ihr wisst, was das ist. Ich habe hier hinten die Zahlen hingemacht. Die Lufthansa ist jetzt seit dem 1.3. ordentlich gefallen. Der Markt ist gestiegen, die Lufthansa gefallen. So, wir haben hier zum einen einen Downtrend. Den finde ich jetzt nicht so prickelnd, weil der hat nur relativ wenig Aufsetzpunkte. Da ist nicht viel, aber trotzdem kann ich kann ihn ziehen, ich kann ihn auch über die Hochs verbinden, ist kein Problem. Da sind sie jetzt unter das untere Band, spielen mit der 200-Tage-Linie, das ist die hier. 200-Tage-Linie sind sogar drunter. Beenden heute den Tag mit einem Hammer. Ja, die waren, ich glaube, 8,62 oder sowas oder 8,63 waren die im Tief. Das ist erstmal ein Hammer. Aus dem Band raus, ins Band rein. Wir sind von dieser langen Bewegung, sind wir erstmal aufs 38er, haben es durchschlagen. Der nächste Support ist das 50er bei 8,29. Das verbindet sich hervorragend mit diesem Chartpunkt hier. Da waren wir also Ende 2022 dran, das war ein Widerstand und als wir durch sind, kam dann eine größere Bewegung. Von der Technik her hat sie sich durch den heutigen Tag so ein bisschen in die Neutralität gerettet und nochmal, diese Geschichte hier aus dem Band raus, ins Band rein, ist grundsätzlich durch, hatte sie hier allerdings auch schon gemacht. Wir sind sehr tief über den Oszillator und das sehe ich, glaube ich, auf der Wochensicht auch, da sind wir genauso tief. Hier, der ist sehr, sehr tief und bleibt noch negativ über das MACD. Ich habe mir die Lufthansa schon Anfang des Jahres immer wieder gemerkt, weil ich glaube, das ist so ein Wert, ähnlich wie Deutsche Bank, ähnlich wie Commerzbank, die gehen da mal ein paar Tage runter, vielleicht so 10, in diesem Fall hier 12%, und dann steigen sie auch mal wieder relativ flott dann 1 Euro, was gleich 10% sind. Das hat die Deutsche Bank bewiesen, das hat Commerzbank bewiesen und das hatten wir bei Lufthansa auch schon ein paar Mal. Ja, hier, solche Bewegungen. Das heißt für mich, ich gucke hier nach Schnüffelstücken. Ich muss das nochmal ein bisschen höher machen. Ich habe diese drei Bereiche, hier das 50er Retracement bei 8,29 und hier, wenn alle Strecke reisen, noch das 61,8er bei 7,62, was sich mit dem Tiefpunkt hier vom 29.12. verbindet. Jetzt hole ich wieder die Liste vor. Ich habe kein Problem mit Schnüffelstücken, aber überhaupt nicht. Ich habe euch drei Scheine rausgesucht. 8,18 ist hier drunter. Das ist also der Schein, der für mich als erster in Frage kommt, auch für Schnüffelstücke.
Ganz kurz, ich habe dann hier noch einen 7,83er und einen 7,42. 7,83er liegt hier deutlicher drunter und dann 7,42 liegt sogar noch unter dem 61,8er. Warum nenne ich die? Nehmen wir mal den hier 8,18. Ich mache das mal wieder raus. Wenn die Lufthansa es schafft, innerhalb kurzer Zeit, und das kann sie, vor dem Hintergrund einer insgesamt sehr tiefen Technik und unter Ausnutzung des Hammers, das ist aber die Bedingung, wenn sie diesen Punkt hier rausnimmt, 9,18, dann sieht ihr auch relativ flott nicht nur diesen Trend, sondern dann gehen wir wieder in diesen Bereich hier, 9,60. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Schnüffelstück wert. Ich bin nicht bereit, die volle Position zu kaufen. Bin ich nicht. Hier nochmal der Schein, das ist dieser 8,18er Schein, die UL0ZUG. Voilà. Ich habe nicht so viel Angst. Ich habe wirklich nicht so viel Angst, aber ich bin noch nicht bereit, eine volle Position zu machen. Die mache ich, wenn wir hier drüber gehen, über die 9,18. Dann mache ich die, weil das dann auch die 20-Tage-Linie wäre. So viel zur Lufthansa. Jetzt gehen wir mal auf die Bayer. Das ist der Bayer-Chart. So. Das ist das erste Mal, dass die Bayer diesen Trend hier brechen. Der kommt vom 18.04. Und zwar mit einer sehr schönen Kerze. Nur mal direkt zum Vergleich. Guck mal hier, wie groß diese Kerze ist. Das waren jetzt heute 2,35%. Da werdet ihr erst hier hinten, das ist im Januar, fündig mit Kerzen der gleichen Größenordnung. Wenn man diese Kerzen vergleicht, gab es eigentlich nur so schwarze, die so in dieser Größe waren. Aber die macht jetzt mal einen richtigen Sprung. Was mir weiterhin gefällt, wir haben zum einen diesen April-Downtrend gebrochen und zwar deutlich. Wir liegen am oberen Band, was sich verbindet mit dem Zwischenhoch vom 3.7. bei 51,42, das obere Band. Und da haben wir drüber geschlossen. Finde ich also auch gut. Das heißt, dieser Trend hier, da muss ich wieder den Chart zurück machen, Entschuldigung, kommt von ganz, ganz lange hier vom 1.10.2020. Den hatte ich neulich schon mal gezeigt. Da sind wir auch kurz drunter. Da habe ich Angst bekommen. Habe ich gesagt, oh, muss das sein? Ja, nee, was denn jetzt? Aber es hat sich, wenn man es genau sieht hier, ein sehr schöner, ich mache mal hier eine Linie rein, ein sehr schöner Doppelboden entwickelt. Einmal, zweimal. Im Bereich von 48,30. Der hat sich entwickelt, der ist da. Neulich gab es von irgendeiner EU-Forschungsstelle den Bericht, ja, das Glyphosat ist lange nicht so schlimm, wie das in Amerika dargestellt wird. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nur eins, die Amis, die stehen auf sowas. Bayer hat 14 Milliarden Rückstellungen gebildet. Ich bin der festen Überzeugung, dass noch in diesem Jahr das Ding gelöst wird. Und die gewinnen ja oder vergleichen sich ja mit einem Fall nach dem anderen. 14 Milliarden Rückstellung, das würde heißen pro Aktie, was habe ich ausgerechnet, das sind ungefähr 14 Euro pro Aktie. Jetzt, ich spekuliere mal, die gewinnen jetzt einen Teil und müssen vielleicht 7 Milliarden zahlen, sagen wir mal so. Aber das ist pure Spekulation, möchte ich ganz klar sagen. Dann wären es trotzdem 7 Euro pro Aktie. Und nach allem, was die Aktionäre da mitgemacht haben, wäre es nur fair. Und ich glaube, das sollten sie auch tun, um ihre Reputation zu halten, dass sie den Aktionären irgendwie eine Sonderausschüttung geben, wenn sie die auflösen oder irgendwas in der Art. Aber ich spekuliere. Das ist ein Spekulant, ihr wisst, was ich sage, ist ein Tier auf einer dürren Weide. Aber irgendwann wird es aufgelöst. Ich glaube nicht, dass sie diese vollen 14 Milliarden brauchen. Ich glaube das nicht. Da können sie natürlich kommen und sagen, ja, das Umfeld ist schwierig und wir brauchen das Geld oder so. Aber ich glaube, wenn sie das machen, dann kriegen die auf der nächsten Hauptversammlung dermaßen einen verbraten, dann trauen die sich nicht mehr vom Werksgelände. Kann ich mir das vorstellen. Ja? Also deswegen, das macht mich positiv. Es macht mich positiv, dass dieser Trend nachhaltig gebrochen ist, dass wir am oberen Band sind und dieses letzte Zwischenhoch, warte mal, jetzt mache ich das mal hier so rüber. So, dieses letzte Zwischenhoch, jetzt mache ich es raus, Fadenkreuz. Dieses letzte Zwischenhoch hier bei 51,41 überboten haben. Wenn wir morgen eine ähnliche Kerze und sei das nur 1 oder 1,5% hier reinbekommen, dann kämpfen wir auch schon mit dem nächsten Zwischenhoch. Aber
Bezogen auf die Trendanalyse ist dann dieser Downtrend hier, ja, immer runter und dann wieder hoch und runter und wieder hoch, runter, wieder hoch und das letzte Zwischenhoch überboten, ist nicht mehr negativ. Aus dem Bruch eines Abwärtstrendes muss nicht automatisch ein Aufwärtstrend werden, aber ich finde, die hat alle Chancen, die hat jetzt genug gelitten. Und auch die heutige Bewegung, die war fast ohne Rücksetzer, das hat mir gut gefallen. Und vor allen Dingen auch seit 14:30, wo die Amis wieder da sind. Also ich mag die. Und da bin ich also auch bereit, ein bisschen mehr als die Schnüffelstücke zu machen. Da habe ich diesen Schein hier. Das sind 48,22er. Da sind wir unter dem letzten Zwischentief oder unter dem letzten Tief, sagen wir es mal so, sind wir drunter. Der hat einen Hebel von 15, ich glaube es ist jetzt 14,5, irgendwie sowas. Und den finde ich gut. Man kann auch näher rangehen, aber will ich gar nicht, weil ich glaube, dass das eine Position werden wird, die länger als 5, 6, 7 Tage hält. Hier habe ich jetzt mal die Zahlen auch hinten angelegt. Mein erstes Ziel ist eigentlich der Bereich um die 53,53. Das ist 38er von dieser Bewegung hier. Danach kommt, und da gucken halt viele Leute drauf, ich nicht so sehr, die 200-Tage-Linie bei 54,31. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Die Bayer haben durch diesen vielleicht Spin-off von Crop Science eine Geschichte. Die haben eine Story, die haben ein Gerücht. Jetzt lasse ich mal diese ganze Glyphosat-Geschichte weg. Von solchen Geschichten lebt die Börse. Und ich glaube, dass die Bayer da auch von leben. Also ich käme niemals auf die Idee, vor dem Hintergrund eines solchen Gerüchtes das Ding short zu gehen. Ich mache es nicht. Und wenn ich einen Short gehe, bin ich entweder glatt oder ich bin long. Und wenn ich diese Chart-Konstellation sehe, ist das für mich auf jeden Fall eher ein Kauf. Und der geht bei mir über die Schnüffelstücke hinaus. Ich mag das Zeug. Ich glaube, so langsam können die wirklich mal wieder in diesen Bereich hier reinsteigen. Der Bruch eines Bandes, warten wir es, hier hatten wir mal sowas, ja, dann hat das so, was sind denn das? Das sind 3 Euro gebracht. Ich finde den hier interessanter, weil das ist der, den ich verglichen habe mit der Größe der Kerzen. Den hier interessanter. Und da sind wir von 51 hoch auch, das nehme ich nicht ernst hier, weil das war die Bekanntgabe des neuen Chefs. Sagen wir mal hier, da sind wir bei 60. Ja, das war dann also auch, das war auch schick. Ja, das sind auch 7 Euro. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Ja, eine Bayer ist keine Nvidia. Aber mal hier hochziehen, habe ich kein Problem mit. Leute, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.